kam das für dich überraschend oder wusstest du das schon vorab? Es kam nicht überraschend, ich wusste es aber jetzt nicht akut vorab, aber man hat schon die letzten Wochen damit gerechnet, dass sich Sebastian Kurz doch früher oder später komplett zurückziehen werde. Ehrlich gesagt, spätestens nach der Lockdown-Entscheidung, nach der doch sehr herben Kritik am Pandemie-Management der letzten Monate. Und ich glaube, dass Sebastian Kurz da auch klug genug war zu wissen, dass er im Moment gar nichts mehr gewinnen kann als Parteichef. Also das heißt, du hast ja Sebastian Kurz eigentlich die letzten Jahre auch oft politisch, also nicht politisch, sondern redaktionell natürlich begleitet als in deiner Funktion hier als Politikchefredakteurin. Wie würdest du seine Laufbahn jetzt hier auch eingehen oder vor allen Dingen auch jetzt das Ende des Sebastian Kurz? Naja, er hat natürlich als, so wurde auch in den internationalen Medien beschrieben, als politisches Wunderkind begonnen. Er war ja der jüngste Integrationsstaatssekretär, der jüngste Außenminister, der jüngste Bundeskanzler. Er war irrsinnig beliebt lange Zeit, ob jetzt in Umfragen oder tatsächlich, aber natürlich, er ist sich auch teils selbst im Weg gestanden. Das zeigen die letzten Monate deutlich. Vielleicht auch teilweise mit Personalentscheidungen in seinem Umfeld nicht immer glücklich. Und man darf nicht vergessen, es laufen natürlich weiter Ermittlungen gegen ihn. Aber ich glaube, mit dem Rücktritt und auch mit der Begründung, dass es wegen seines Sohnes wäre, der ja erst vor wenigen Tagen auf die Welt gekommen wird, hat er zumindest eine Perspektive in der Privatwirtschaft neu anzufangen. Jetzt ist Sebastian Kurz erst vor 1,5 Monaten in eine neue Rolle geschlüpft hier als Clubchef und auch dann als Parlamentarier, wie er ins Parlament gewechselt ist. Glaubst du auch, dass er dann irgendwie vielleicht ziemlich schnell herausgefunden hat, dass diese Rolle nicht das ist, was er sich vorgestellt hat oder auch nicht das ist, womit er langfristig glücklich wird? Also ich glaube, die Rolle des Parteichefs, nur Parteichef und Clubobmann, war nie eine, die er angestrebt hatte. Also das wusste jeder, der ihn genauer kennt. Parlament war nicht seine Welt. Ich glaube, am Anfang hat er gedacht, dass es einfacher sein wird, einfach einen Schritt zur Seite zu machen und dass er schneller zurück könne. Und ich glaube, in den letzten Wochen ist ihm das auch parteiintern klar geworden, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass es eben nicht eine rasche Rückkehrmöglichkeit geben würde. Und ich vermute, dass ihm das auch sein engeres Umfeld gesagt hat. Und wir haben ja mehrmals von so Tagestrips berichtet, wo Sebastian Kurz plötzlich einen Tag in Irland war, einen Tag in Zürich war, da haben wir ja schon auch bei uns im Fernsehen, in der Zeitung, online bereits berichtet, es gibt Spekulationen, dass er bereits einen anderen Job suche. Was bedeutet das denn jetzt für die ÖVP? Denn die ÖVP war in den letzten Jahren ausgerichtet auf eine einzige Person, auf Sebastian Kurz. Und eigentlich von der ging alles aus. Das war die Schalt- und Wahlzentrale der ÖVP, sein System, auch das System Kurz. Was bedeutet das auch für die Regierung? Fangen wir mal mit der ÖVP als Partei an. Ja, du hast es jetzt richtig gesagt. Das war die letzten Jahre wirklich alles auf Sebastian Kurz ausgerichtet, auf die türkise Welt, die er ja eingeführt hat. Er hat ja die ÖVP von Schwarz auf Türkis gemacht, ein Rebranding, war damit sehr erfolgreich. Aber genau das ist jetzt das Problem. Es ist eigentlich kein logischer Nachfolger aufgebaut worden. Für die ÖVP ist das jetzt natürlich eine Herausforderung. Ich sage aber dazu, es ist gleichzeitig auch eine Chance für die ÖVP, weil man wusste ja, mit so einer Zwischending kann man es nicht durchstehen. Also ist die ÖVP jetzt noch kurz, ist die ÖVP postkurz? Ob sie es schafft, wirklich jemanden neuen aufzubauen, man wird es sehen, ob Alexander Schallenberg ist ja der Kanzler, Karl Nehammer, der Innenminister, der in der Partei natürlich viel, viel mehr verankert ist, soll jetzt zeitweiliger ÖVP-Chef sein. Ich glaube, da muss sich die ÖVP erst entscheiden, was sie sein will, damit wir dann wissen,
wie erfolgreich das sein könnte oder nicht sein könnte. Du weißt, dass im Moment die ÖVP extrem an Vertrauen verloren hat und die SPÖ in Umfragen, in mehreren Umfragen schon vor der ÖVP liegt. Das heißt, es ist eine Zerreißprobe auch für die ÖVP. Stichwort Vertrauensverlust auch natürlich, wenn es mit der türkisen ÖVP, glaubst du, dass wir hier bald wieder ein Rebranding in Richtung schwarze ÖVP sehen werden? Vor allen Dingen auch, was glaubst du denn, wie jetzt zum Beispiel die Landeshauptleute oder eben auch die Schwarzen, diese schwarze Fraktion innerhalb der ÖVP hier reagieren wird? Also ich glaube nicht, dass sie sich formal wieder umfärben werden, aber die letzten Wochen hatten ja schon gezeigt, ich erinnere nur an diese Sitzung der Landeshauptleute mit Kanzler und Gesundheitsminister, wo der Lockdown und die Impfpflicht beschlossen wurden, hatte ja schon gezeigt, dass die Landeshauptleute die Kontrolle wieder übernehmen. Die letzten Jahre lief das ja völlig anders. Wir erinnern uns, Sebastian Kurz hatte sich ja sehr viele Alleinentscheidungsrechte geben lassen, als er 2017 den Parteivorsitz übernommen hatte und dann Kanzler wurde. Und das hat sich eh gedreht. Das wird jetzt natürlich noch stärker werden. Natürlich werden wir wieder das erleben, was wir die Jahre davor erlebt haben, dass sehr viel von den Ländern rein regiert wird. Und der Rest ist, wie gesagt, offen, weil die ÖVP für sich selber jetzt einmal beantworten muss, was sie sein will. Glaubst du, droht da auch ein gewisses Machtvakuum da zu sein oder auch gewisse Machtkämpfe jetzt dann stattzufinden, zumindest hinter den Kulissen in der ÖVP? Also das Machtvakuum gab es schon die letzten Wochen. Das ist eben durch diese Twitter-Funktion gewesen von Kanzler und Parteichef getrennt. Es fanden zwar die Ministerratsvorbesprechungen bei Sebastian Kurz und mit Sebastian Kurz von ÖVP-Seite statt, aber in den letzten 2-3 Wochen hat er sich sicher immer stärker zurückgenommen, auch weil er gemerkt hat, dass die Kritik an dieser Doppelrolle immer größer wird. Ja, es wird das Machtvakuum nicht leichter werden, solange man sich eben nicht klar ist, wer es jetzt konkret mit Leben erfüllen soll, den Job. Dass Alexander Schallenberg ÖVP-Chef werden will, wage ich zu bezweifeln. Deswegen, da muss man echt abwarten, wie sich diese Partei entscheidet, wohin sie gehen will. Ich schätze mal, oder ich hoffe, wir werden heute noch gemeinsam auch im Studio sprechen können. Letzte Frage noch an dich, Isabel, und zwar, was bedeutet das jetzt auch für die Regierung? Für die Regierung bedeutet es ad hoc jetzt nicht sehr viel mehr, weil der Alexander Schallenberg ja der Kanzler und der Regierungschef ist, der dort ist. Wenn der Karl Nehammer jetzt auf Zeit den ÖVP-Vorsitz übernimmt, Karl Nehammer ist als Innenminister auch Teil der Regierung, kennt das Ganze natürlich sehr, sehr gut. Und wir haben ja uns gestern erst über den Lobautunnel unterhalten. Also du weißt, es gibt ja schon eigentlich immer wieder Koalitionsstreitigkeiten. Leichter wird es nicht werden.